Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier oder Marsch. Ja, aktuell geht weiter mit Silageballen, frisches Gras pressen, ne? Und ich gehe mal gleich mal bei und guck mal, ob, ja, hier sieht gut aus. Letzte Runde, Walzen. Mist, brauchen wir nicht reinkippen. Ich wollte eigentlich im nächsten Traktor gleich zum nächsten Wiese fahren. Gülle geht auch rein. Milch ist erstmal alles ungünstig. Der war ja. Oh, das ist nicht gut. Milch geht hier nicht mehr rein, ist voll. Was ich ja machen muss, Platz machen. Damit Wasser fahren kann, ne? Dann der Wasserfahrer kommt ja nicht weiter, ne? Wollen wir hier abstellen. Denn dann muss ich auch den Kuhstall versorgen, ne? Das ist schon recht mau aus da, ne? So, Luzerne. Sieht auch ganz gut aus. Geht ja vorwärts bei der Breite, ne? Dann könnte ich hier striegeln lassen. Striegeln deswegen, dass wir gleich Unkraut ausschließen können, ne? Das mache ich jetzt, den Arbeitsgang nach dem Walzen gestriegelt. So. Kein Kurs, wir machen Kurs, ne? Uhrzeigersender, das ist okay. Ach hier, Vorgewende 3. Vorgewende, ja genau. Das ist im Grunde dann egal, hauptsache er fängt irgendwo an. Und drop. Starten, ne? Und dann geht es dann bei den Wiesen weiter, ne? Also nicht unbedingt, das muss gelöscht werden normalerweise. Wiese ist auch wichtig. Schwatten, sobald er fertig ist. Bäume. Gut, hier ist auch fertig. Das ist jetzt die. Da muss hier und nächstes Gewalt werden. Naja, Dinkel nicht mehr. Rocken würde ich meinen. Z. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenbohnen. Ölrettich, Gras, Ferne, Möhren, Gottes Willen, das dauert Ewigkeiten. Zwiebeln. Rocken. Rocken eigentlich auf Feld 71. Ich werde aber jetzt erstmal das auffüllen und werde gleich mal hier oben das ändern. 71. Und da muss man sich nämlich Nachschub holen. Sowohl und Sack auch Dünger. Kurz orientieren und da sind wir. Ja, die nächste Wiese muss ja noch auch noch gemäht werden, ne? Also die 41. Und dann hier der Mais, ne? Also hier ist ja ein bisschen Mais, wird also die Lage gemacht. Körnermais kommt ja ganz am Schluss. Das dauert noch ein bisschen. Hier ist auch fertig. Sowohl als auch, da muss auch noch gewalzt werden und gestriegelt. Mit der Walze sind wir unterwegs, das ist auch was fertig. Und da steht eine nächste Frage an, ob ich hier eine kleine Walze kaufe. Eine kleine Walze, guck mal, Konto? Nein, die ist nicht möglich. Bei so einem kleinen Felder ist vielleicht eine kleine Walze besser. Na, mal schauen. Vielleicht walzen wir auch selber, ne? Aber er muss ja fertig sein. Wird blockiert. Das ist auch. Wer blockiert wo? Ungünstig. Den soll ich echt umsetzen, ne? Dann bleibt man gleich drinnen. Dann nach vorne in der Ecke wird es wieder Probleme geben. Rückwärts fahren, Ding mal.
Dann werde ich die nächste Wiese angebellt machen und das probieren nochmal mit Silo. Wird nicht klappen, glaube ich nicht, aber wegen Vermieter. Weil der will Gras haben. Ne? Und Gras ist Gras und nicht angewelkt oder sowas. Ne? Da werde ich demnächst selber mischen müssen. Ne? Also das Gras im Heu. So. Jetzt sollte jetzt das funktionieren. Jedenfalls. Der ist fertig. Aussteigen wollte ich. So, vielleicht schon mal blockiert. Wir holen mal Dünger ab und Saatgut schicken wir auf Feld 71. Bisschen noch etwas tun, ne? Ja, ist ja erst 3,5. Spiel macht ja Spaß, ne? Daher ist alles gut. Dünger. Dünger zuerst. Also sagt man mal einkaufen. Das ist noch nicht produziert. Also das. Weiß ich nicht, ob das hier klappt. Produktion läuft ja nicht so schnell, ne? Weil der im Prinzip zu weit gefahren. Holen. Der Bock ist mal eine Weile gefüllt mit Grassilage. Reissilage, das dauert noch ein bisschen. Ein paar Ballen habe ich ja, aber die müssen isolieren, ne? Auf geht's zu Feld 71. Ja, Felderkauf ist das nächste. Zuckerrepublik steht ja. Den müssen wir noch entsprechend anschließen bei Gelegenheit, aber das machen wir wahrscheinlich auch, wenn es soweit ist, ne? Wenn das näher losgeht. Mit der Rübenernte und dann. Dann fahren wir den ersten halt mal ran. Wasserkurs, ja. Ja, Leerpaletten anliefern. Aber erstmal den Rüben anliefern, dass ich da erstmal losgehen kann. Also, dass man da ist, brauchen wir gar nicht aktivieren. Hat ja keinen Zweck. Die müssen wir Brücke rüber, ne? Das fanden wir ja da rechts, links und dann später rechts. Zuckerrübenfabrik deswegen, da kriegen wir Rübenschlüssel als Abfahrprodukt und dann haben wir was für die Schweine und für die Kühe zum Zumischen. Ne? Darum geht's dabei. Es wäre ja Quatsch, wir machen die Rüben zur Schnitzel und dann haben wir am Ende. Hier ist noch ein Feld frei, das überleben wir da einmal. Oder später zusammenlegen mit den Karotten. Ja, ein paar Bäume sind da auch, ne? Ja. Wald kaufen kann man nicht leisten, das ist aktuell nicht machbar. Arbeit beendet, also nächste beendet. Aber wenn die Aussaat läuft, dann können wir mal uns anlangen.
Ja, zwei Aufnahmen parallel, ne? Hat so funktioniert. Aber halt, das eine Video ist halt ohne, ja, ohne mein Konterbein, ne? Und halt nur ein Schnitt, Ausschnitt von der. So. Die Probeaufnahmen, die ich gemacht habe, das war das Bildschirm zusammengequetscht und das sah nicht gut aus. Da muss ich mal eine große Karte angucken. Müssen da oben, wo es gelb ist. Direktsaat. So, komm hier so, ne? Oder? Oh, das hier schön ist. Ja. Aber wir haben kein Geld. Nichts verfügbar, kein Geld. Blank. Jetzt wird es ja grün, ne? Unkrautmäßig. Ah, ja. Der mit der Walze können wir gleich losdüsen auf das nächste Feld. Müssen wir die Bäume hier entfernen. Krankheiten. So, mal gucken mal. Hier nehmen wir rein. Ja, erster Wegpunkt. Ist ja relativ groß, ne? Wollen wir den Kurs mal löschen? Sonst fährt er mich da hinten hin. Eckenscharf, ja, würde ich meinen, machen wir auch. Haben wir weniger Verlust? Hier hat das Gerät ja auch eigentlich, wenn man guckt, so eine Walzen dran, ne? Die Spur wieder andrücken. Normalerweise müsste da nicht gewalzt werden, ne? Und jede Spur hat eine kleine Mini-Walze. Na gut. Ich schicke mal. Zum nächsten Wiese, das ist die 14. Ich schicke das mal zu 14. Also die Reihenfolge hinbekommen. Starten, ne? Noch jemand fertig? Frisches Gras macht nur 5000. Der andere würde 5000 machen. Gut. Wenn den fahren wir jetzt zum zwei Felder müssen gemalzt werden. Die Dinkelfelder. Das System möchte das so. Das System ist ja Berechnung, kann man sagen. Und wenn das nicht gemacht wurde, dann ist man da entsprechend laut Berechnung ertragmäßig etwas schlechter dargestellt. Ich bin dann der Meinung, wenn das eine oder andere Samenkorn nicht keimt, dann können andere Pflanzen stärker wachsen und dadurch sich mehr ausbreiten. Und würde das entsprechend
wenn nur eine Pflanze wachsen würde mit größeren Körnern, das ausgleichen. Dann wäre der Fluss gar nicht mal so groß. Aber das ist nur die reine Theorie, ne? Wenn genug Nährstoff zur Verfügung steht, dann kriegen die Triebe auch Seitentriebe. Und wenn eine Pflanze dann 7, 8 Triebe hat, und 8 sind sie, glaube ich, nicht, aber so 4, 5, wenn gut Wasserversorgung da ist, ist schon möglich, dass aus einem Samenkorn dann 5 Ähren werden. Dann hast du schon ganz guten Ertrag. Und wenn jetzt ein bisschen mehr Platz da ist, dann geht da noch was, ne? Wir fahren das erstmal hin. Mit ein wenig noch ein bisschen Zeit. Dann wird jetzt wieder angewählt, das ist nämlich, dann probiere ich es nochmal. Ob das da angewählt geht. Im Grunde ist das dann kein Heu, aber halt, ich meine, wenn im Hochsommer richtig warm ist, wie im September, kann es dann auch richtig warm sein. Sonne knallt drauf, dann ist es schnell angetrocknet, ne? Und dann ist es halbe halbe und dann ist es nicht mehr ganz so trocken. Ganz so nass und auch nicht ganz trocken. Und dann gibt es sich eine andere Mischung an Milchsäurebakterien, die dann wieder einen anderen Geschmack reinbekommen, ne? Wahrscheinlich auch einen besseren oder besseren Nährstoffgehalt. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls. Man strebt eigentlich an, dass es nicht zu nass ist, nicht gatschig, ne? Wenn Futter stinkt, dann mögen die Tiere sowieso nicht, ne? Also kräftig, bestialisch. Ja, unsere Lieferanten arbeiten fleißig. Aber den Milchfahrer muss ich rausnehmen. Die Molkerei hat genug Milch. Muss dann wahrscheinlich eher noch die Käserei bauen, dass ich da. Das auch noch einen Griff kriege, dass wir den Mehl verarbeiten können. Aber Käserei, na, ganz ehrlich, Konto, na gut, dann müssen wir verkaufen. Ne? Mal gucken. Bäcker, Fisch können wir vielleicht verkaufen. Aber bei der super Geschwindigkeit von 0,5, da kommt keine große Produktion zusammen. Da braucht man sprechen, will ich, ne? Also, Kehrseite. Aber lieber tagsüber langsam spielen und dafür nachts dann durchschlafen. Ne? Hier muss gewalzt werden. Machen wir selber. Obwohl wir keine Zeit haben, wir müssen ja Silageballen einsammeln. Die müssen dann im Hof. Ob ich da ein Lager zusammenkriege? Lagergeld hat man auch nicht. Ja, richtig Geld verdienen wir erst im Winter, ne? Wenn wir richtig Zeit haben zum Verkaufen auch. Hier ist eine Bannenbildung, hier sind so sehr viele. So. Alten Kurs wieder löschen. Das macht er ganz gut alle. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, er braucht fast 3 Stunden noch. Müssen wir irgendwann schauen, dass wir da vielleicht erste Runde. Junge, geht gerade schon weg, du. Und den brauchen wir auch, sonst ist nachher kein Ertrag. So, hier jetzt aber streng. X. Alten Kurs löschen. Drauf fahren, sonst wird das nichts.
So, jetzt Kurs. Starten auf Bahn. Scharf würde ich jetzt auch mal lassen. Das würde mal runter auf 7% gehen. Ja. 3 Meter wäre mächtig untertrieben. Das wäre nur das vordere Teil, das wäre nicht so prickelnd. Und fährt derjenige sich hinterher, der fahren muss, mächtig lange. Was haben wir nicht? Was hat er hier nicht? Na, ich dachte schon, geht nicht. Wahrscheinlich hat er, ja gut. Erster Kurs, erster Punkt. Muss ich auch selber hinfahren, sonst klappt das wieder hoch und dann geht es wieder alles. Weil er presst ja entsprechend die. Na, er muss das Schneidwerk rausschieben, ne? Er oder Gefahr oder so, ne? Dann weit zurück. Wenn wir Pech haben, müssen wir noch einen Striegel kaufen. Halt! Ich wollte ja auch breit machen. Gibt's denn das ist der Heck. Vorne, Bug. Vorne auch bereit, da geht die Ballen zumindest 500 Kilogramm mehr rein. Oder Liter. Ja gut, er kann er euch machen, er klappt ja nie rein. Dem Sinne ganz kurz. Das war jetzt ein bisschen frisch, aber das macht ja auch nichts. Das ist zum Fluss ist eh auch beteiligt. Ja. Fast wie Heu. Wenn du fast. Ja, das ist jetzt ein bisschen fies, ne? Machen wir selber. Musste ich hier cheaten. Die Runde machen wir selber fahren. Eigentlich über ein paar Ballen rum. Nee, eben nicht. Ist ja wieder so ein will ganz Bolzen, ne? Wenn du einen anderen Kurs nimmt. Einen richtigen Kurs findet. Meere kreuzt sich am Meere, ne? Gut. Den könnte man jetzt auch pausieren, das ist glaube ich nicht viel vorhanden. Das wäre jetzt ein bisschen Quatsch, wenn der dauernd mehr fahren würde und nichts ist da. Wäre das fast mit durch, dann kann ich schon mal Heu anfangen mit Schwatten. Oh, Anlauf haben angelassen. Nee, war nicht an.
Das hängt ja ein bisschen. Er hängt ein bisschen. Normalerweise wird das Ding voll verbiegen, du. Das wird keine Chance. Oder fast keine Chance. Hat ein bisschen gerückt. Gar nicht. Ja. Ich will jetzt was probieren, zwar mit versuchen, ob das lose geht oder mit Ballen. Also drei, 7%. Ah, da unten sind ja. Erster Wegpunkt. Als erstes würde ich mal Lose einsammeln wollen. Ein bisschen. Wahrscheinlich kann man das Lose auch verwenden für Kuhstall. Und wenn das nicht geht, dann halt Extremfall wegkippen. Ne? Aber wie gesagt, Sammelwagen da dran irgendwo? Ja. Und ansonsten mit der Quaderballenpresse dann die Heuballenpressen. Wenn Sammeln nicht geht. Wenn Sammeln, wird es probieren, ob es hier reingeht ins Lager. Und wenn es so rein theoretisch, müsste es eigentlich gehen. An der Frucht hat sich ja nichts verändert. Luzerne müsste man reinkriegen. Luzerne Heu auch. Beton dabei, es ist normalerweise kann man keine Frucht in dem Sinne einlagern, was entweder man sediert ist oder man muss es gleich verarbeiten, also verfüttern. Das andere funktioniert nicht, geht nicht. Das muss ich mal irgendwo hingehen, weil die Fahrzeuge können es jetzt nicht. Weil die Hühner angeblich sollen ja Luzerne als Futter kriegen können. Ne? Also ich meine, die Hühner würden das ja picken, aber wie gesagt, die würden doch nicht alles fressen. Ne? Also Hühner, die würden sie eher den Samen aussuchen. Wenn es gehäckselt ist, auch. Also muss das nicht. Die fressen auch Gras, ne? Ja, noch Heu. Wie gesagt, bin immer ein bisschen mit. Ich werde sowieso wahrscheinlich hier ja, Ballenpressen ist ja den Quatsch, ne? Sammeln lassen. Wenn es geht, in einen Heuwagen rein, in so einen Lagerplatz, dann eher
Lose einsammeln und wenn es nicht geht, dann halt. Aber bei allen Pressen wollte ich auch probieren. Jetzt wäre mal zu wissen, ob es geht. Ne? Darum geht es dabei. Also bei allen gehen im Heuler garantiert rein, wenn es um die Luzerne auch reingeht. Und ob die Hühner auch die Ballen annehmen. Das ist mir jetzt mal interessant dann zu wissen, ne? Erstmal gucken wir hier. Beim Lager. Ob die Abkämpfe zu Boden kommen. Ja, das kommt. Geht's auch rein. Das wäre schon eine Variante, dass man lose einsammeln. Luzerne heulen, nehmen sie an. Mal gucken, mal rein. Bei den Tieren. Das sind keine Tiere, ne? Huhn. Ein Euro. Also ein Euro kann man sagen, ne? Also Küken. Eier 0 Stück. Was fehlt? Ja, gut. Eiweiß und Grundfutter. Grundfutter wäre, glaube ich, jetzt Mais. Haben wir nicht. Also Eiweiß auf jeden Fall. Sollte es auch das hier wieder ein bisschen besser werden. Dass sie auch Eier legen. Wir werden mal Haufen und Zerne sammeln. So, ich meine, das sollte doch schon voll gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank. Bis fleißig reinschauen. Tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier der Marsch. Tschüss.